Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Event-Folge, wie immer jeden Samstag. Unser Pack-Opening steht an, Gratis-Pack kriegen wir auch noch dazu. Dann schauen wir mal doch, was in unseren Packs so drin ist. Da ist schon mal gar nichts drin. In den Gratis-Packs ist aber fast nie was drin. Da oben haben wir 13 Packs. Ich glaube eher, dass das da Sammelobjekte sind, die wir zurückkriegen. Oh wow, zweite Woche. Mike Green, Jaroslav Halak. Datsyuk 98, O'Connor 90, Rod Langway 90, Murphy 93, Sidney Crosby 96, Claude Giroux 98, Bergeron 98, Reimer 90, Jokinen 93, Tavares 97. Halleluja. Krasse Karten und hier immer noch krasse Karten. Plays of the Year, Joel Vermin 95 und Yannick Ratgeb 96. Die Schweizer legen wieder los. 94 Ben, 94 Carter Hart. Der Rest, ja gut, lassen wir mal so stehen. Die Karten kennen wir schon. Team of the Week, Austin Matthews, Matthew Tkachuk, Jacob Markstrom, Seth Jarvis, Jeremy Poirier, Bo Horvat und der Rest ist ja unter der Linie. Joa, ich würde sagen, wir haben hier einige Chancen, dass wir gute Karten ziehen. Jawohl, ja, hab's gewusst. Ein Haufen dummen Sammelobjekte, die wir nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, jawohl, auch einige neue Packs. Muss gerade schauen, Hood Rivals. Sind schon noch Gold, oder? Ja, ja, sind schon noch Gold, alles gut. Ja, ungeöffnete Packs, was haben wir jetzt da so drin rumliegen? Ein Haufen Basis-Packs. Ein, zwei Goldspieler-Set. Fangen wir mit dem an. Wow, 280er, das ist schon mal starker Anfang, Basis-Pack. Da hatten wir die letzte Woche Basis und Premium waren die Top-Sets, die wir letzte Woche hatten. Da ist schon mal nichts drin. Premium-Pack. Da haben wir diese Woche auch nichts drin. Schade, schade, schade. Letzte Woche Jari Kuri drin gewesen, davor Teemu Selanne und TJ Oshie. Das Pack-Opening ist ja noch nicht vorbei. Wird aber nicht besser. Zumindest hier noch nicht. Prime Pack. Thunder, Lakers. Okay, können nicht jede Woche Pack-Luck haben. Ist uns, glaube ich, auch allen klar. Oh, Patrice Bergeron, was kommt da hinten noch? Da kommen noch ein paar seltene Karten. Karten. Da hätten wir 94er Karte wieder ziehen können. Nein, da haben wir schon nichts drin im ersten. Komm. Gib uns irgendwas. Nope. Nope. Ein klares Nein. 85 Carlsen ist das höchste. Schade. Schade. Kriegen wir heute nichts Gutes raus. Gibt es natürlich nette Karten. Wir können bei den Sets mal kurz unsere Spieler wieder einlösen, wie immer. Das sind nur Goldobjekte, ich wollte gerade sagen. Mhm. Da war es wahrscheinlich in 95, oder? Welch Wunder. Aktionshaus zu suchen. Das hat immer noch ein Vermögen wert. Und noch jemand jetzt ein 98, was ich machen kann. Das ist halt krass. So. Füllen wir mal die kleinen Goldobjekte Packs auf. Mit Spielern, die wir nicht mehr brauchen. Rein mit. Den wir seit letzter Woche Sidney Crosby gebastelt haben. Brauchen wir da auf jeden Fall wieder Spieler. Wer weiß, vielleicht kriegen wir nochmal die Chance, dass man jemanden aufwerten könnte. Glaube ich zwar nicht, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Drei Goldobjekte haben wir schon. Vier werden es nicht. So viel kann ich schon mal sagen.
Genau, Blackwood behalten wir mal. Brandon Saad. Ja, kann da drin bleiben. Die können alle da drin bleiben. So. Und da schon mal wieder drei Packs. Silberspieler haben wir bestimmt auch noch. Jawohl. Können wir gleich für nächste Woche einlösen. Nächste Woche sollte dann vermutlich mal neue Meisterobjekte kommen. Können wir nicht sofort leider wieder einlösen, weil die eine Stunde Ablauffrist haben. Das macht aber nichts. Wir holen uns drei Gold-Sammelobjekte und morgen treten wir an gegen Jonathan Marchessault. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Genau. Mehr dazu. Aber morgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns morgen bei den Squad Battles wieder. Bis dann. Ciao mit V.